Hallo, hier ist wieder Christoph von DebDeck.de mit dem BlackBerry Playbook. Wir haben ja für euch schon ein kurzes Video-Unboxing gemacht. Heute sehen wir uns das Tablet genauer an, vor allem auch die Software. Wir sehen uns außerdem an Office, den Browser, die App World, kompletten Multimedia-Bereich und zu guter Letzt werden wir das Tablet auch an einen Fernseher anschließen. Hier nochmal kurz, was dabei ist. In der Verpackung die Tasche, die Neopren-Tasche, die sich als sehr praktisch erwiesen hat. Vor allem auch, wenn man unterwegs ist, man kann es einfach so in die Tasche geben. Man braucht keine Bedenken haben, dass man das Tablet zerkratzt. Allerdings wird es auch eine richtige Ledertasche zusätzlich noch geben, die man dann optional verkaufen kann. Hier noch einige Informationen bezüglich der Garantie und dem Service. Hier ebenfalls ein paar Bücher, was ein Scanner braucht. Und hier haben wir dann noch das Datenkabel und das Ladegerät. So, aber jetzt zum wichtigen Teil. Und zwar dem BlackBerry Playbook. 7 Zoll Display, dann haben wir einen Dual Core Prozessor mit 1 GHz, allerdings kein Nvidia Tegra 2, sondern ein Texas Instruments Prozessor. Dann haben wir ebenfalls 1 GB Speicher und hier haben wir auch noch die 16 GB Wi-Fi Only Variante. Von den Anschlüssen her haben wir auf der Unterseite einen Micro-USB-Anschluss und auch einen Anschluss für den Fernseher, also einen Micro-HDMI-Anschluss. Und hier ist noch ein Dock-Connector. Ansonsten befindet sich eigentlich nur an der Oberseite der On-Off-Button, der als einziger Schwachpunkt etwas schwer geht. Hier auch noch Minus- und Plus-Taste, also für Lautstärke bzw. Play-Taste. Das sind auch die Tasten, die später verwendet werden für den Android-Player. Das heißt, diese werden Home, Back und so weiter simulieren für Android-Geräte. Hier ist ein Mikrofon, gleich wie auf dieser Seite, und auch der Audioanschluss. Auf der Rückseite haben wir hier schön das BlackBerry-Logo und eine 5-Megapixel-Kamera. Auf der Vorderseite hier eine Status-LED und auch eine 3-Megapixel-Kamera. Beide Kameras nehmen Videos bis zu 1080p auf und die Videoqualität ist wirklich, wirklich gut. Das könnt ihr auch in meinem Testbericht sehen. Hier ist ein Video, was mit dem BlackBerry Playbook aufgenommen worden ist. Die Kamera auf der Rückseite ist ganz auch okay. Es ist zwar ein leichtes Bildrauschen vorhanden, doch es macht sich ganz gut. Wie fühlt sich das Tablet an? Wie ist es verarbeitet? Sehr, sehr hochwertig, und zwar die Oberfläche fühlt sich leicht gummiert an, man kann es super in einer Hand halten, vor allem was auch sehr gut gemacht sind diese Kanten, sie sind sehr weich, somit hat man kein Problem und es ist auch relativ leicht, es hat um die 420 Gramm und es ist wirklich gelungen, vor allem die Oberfläche rutscht nicht so und dadurch ist es wirklich ein sehr komfortables Gerät. Okay, ich würde sagen, wir starten jetzt zum ersten Mal in diesem Video das Tablet. Wird auch hoffentlich nicht öfter vorkommen. Ich gebe es hier in meine Halterung. Was kann man sagen? Schon im Vorhinein. Die Power, was das Tablet hat, ist wirklich beeindruckend. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich so beeindruckt werde. Aber ich bin überrascht und vor allem die Menüführung ist sehr einfach. Was noch zu erwähnen ist hier der Rahmen. Also dieser Rahmen ist touch-sensitiv, das heißt, wenn ich eine Bewegung nach oben gebe, vom Rahmen herunter oder zur Mitte, führt es immer eine Option aus, beziehungsweise irgendeine Aktion aus. Und es ist eigentlich ganz einfach zu merken und die Menüführung ist ganz simpel.
Ich werde es euch jetzt gleich vorführen und ihr werdet sehen, wie einfach so etwas sein kann. Die Menüführung bleibt aber dabei immer übersichtlich. Hier haben wir einmal den Startbildschirm. Wir sehen hier schon einige Apps. Wir können hier auch zwischen den verschiedenen Applikationen schon wechseln, zwischen Favoriten, Media und Games. Man kann natürlich hier diese Apps dann auch wechseln. Hier oben haben wir schon eine weitere Statusleiste. Hier kommt man zu den Einstellungen. Hier ist eine Batterieanzeige. Wireless LAN on, off. Dasselbe für Bluetooth. Und hier kann man auch noch den Bildschirm sperren, dass es nicht mitdreht und einfach jeweils bleibt, in dieser Position bleibt. Dann gibt es auch noch den Kalender, auf den wir hier zugreifen können, beziehungsweise nicht Kalender, aber Datum und Uhrzeit. So, wie funktioniert jetzt das Menü? Noch sehen wir ja nicht viel. Was das Wichtigste ist, wir haben hier die Funktion von unten nach oben. Damit vergrößere ich jetzt zum Beispiel hier im Mediabereich beziehungsweise bei den Applikationen. Hier sehe ich dann alle Applikationen. Hier kann ich natürlich dann auch nach unten und oben wechseln. Und ganz wichtig, eigentlich bei jeder Funktion, wenn ich von oben nach unten ziehe, kommen die Einstellungen. Sprich, wenn ich jetzt den Browser starten würde und ich von oben nach unten ziehen würde, würde ich die Browser-Einstellungen erlangen. Hier bin ich natürlich am Startbildschirm, so komme ich zu den generellen Einstellungen. Und hier haben wir es schon ganz simpel aufgebaut. Die Informationen zum Tablet, was für eine Funktion, was ist enthalten. Wir haben hier ein Dokument, Bilder, Musik und so weiter. Natürlich auch die Wireless LAN-Einstellungen. Hier kann man immer nach Software-Updates abfragen, was in letzter Zeit jetzt nicht passiert ist. Hier gibt es auch noch die Bluetooth-Option, kann man einschalten. BlackBerry Bridge. Hiermit könnte man zwischen einem BlackBerry Playbook und einem normalen BlackBerry Smartphones gewisse Sachen synchronisieren. Internet Tethering. Das ist für ein Smartphone, funktioniert übrigens auch mit Android-Telefonen, was sehr praktisch ist, wenn man unterwegs ist. Screen ist natürlich hier die Helligkeit zum Beispiel. Wie ihr seht, hier haben wir auf ungefähr 20% aufgedreht und das wäre jetzt 100%. Wirklich sehr, sehr hell und das kann man dann natürlich einstellen, Auto-Dimming, On-Off und natürlich was passiert, wenn man das Ladegerät anschließt. Ich stelle aber jetzt die Helligkeit auf 50% circa zurück, dass es nicht blendet. Hier haben wir noch Einstellungen für HDMI. Hier können wir zum Beispiel Default to Mirror Mode, das heißt, wenn wir das Gerät anschließen, wird das Bild so wie es ist an dem Fernsehen wiedergegeben, beziehungsweise man kann es 1:1, das heißt man hat am Fernsehen 1024 x 600 Pixel, so viel Pixel wie das Display hat, oder auf Fill, das heißt so viel wie Bildschirm füllen, dann wird einfach der ganze Bildschirm des Displays wiedergegeben. Aber zu diesen Einstellungen später, wenn wir das Gerät am Fernsehen anschließen. Hier haben wir auch noch die Soundeinstellungen. Übrigens, die Lautsprecher sind hier auf der Seite. Einmal hier, einmal hier. Dann gibt es noch generelle Möglichkeiten zum Einstellen, wenn man zwischen Applikationen wechselt. Das heißt, diese erscheinen dann hier, kann man einstellen, sollen die Applikationen weiterlaufen oder sollen sie gestoppt werden, beziehungsweise sollte eine Pause gemacht werden. Und ich habe das eigentlich auf Pause, denn wenn man ein Spiel spielt, dann würde es weiterlaufen. Hier gibt es dann auch noch die Möglichkeit für USB-Anschluss, was mich sehr positiv überrascht hat, dass es auch Möglichkeiten gibt für Mac,
Wenn man das Tablet an den Mac anschließt, wird es sofort erkannt und es ist die Software schon direkt am Gerät gespeichert und kann man vom Gerät aus diesen BlackBerry Desktop Manager installieren. Außerdem ganz einfach zu verwenden Wi-Fi Sharing, dann wird das Gerät im Netzwerk wie ein Computer erkannt und man kann hier einfach Dateien darauf speichern oder herunterladen. Natürlich gibt es auch noch Einstellungen für die Sicherheit, Passwort und so weiter. Hier haben wir noch Einstellungen für die Tastatur und natürlich Datum und Uhrzeit. Okay, das war's jetzt. Also nicht vergessen, von oben nach unten sind immer die Einstellungen und von unten nach oben gibt es dann die erweiterten Möglichkeiten. Dann gibt es noch etwas, und zwar von rechts nach links, beziehungsweise von links nach rechts. Das benutzt man dann, wenn man zwischen mehreren Apps wechseln möchte. Das werde ich euch dann später zeigen. Aber zuerst sehen wir uns die App World an. Das heißt, der BlackBerry Market oder App Store halt für BlackBerry. Noch gibt es nicht sehr viele Applikationen. Es gibt zwar einige kostenlose, aber bei weitem noch nicht so viel Auswahl wie jetzt auf einem Android-Gerät oder sonstigem. Auch noch nicht sehr viele bekannte Apps. Das soll sich jedoch in einiger Zeit ändern, vor allem wenn es dann diesen Android-Player gibt, bei dem auch Android-Applikationen laufen werden. Und hier hat man dann wirklich Zugriff auf jede Menge Apps. Diese können dann auch einfach über diese App-Welt heruntergeladen werden und man kann die dann, wie gesagt, ganz normal steuern bzw. oben über die Tasten. Ich möchte einmal kurz eine App herunterladen. Doodle Blast 1 MB. Und wir sehen hier schon My World, das sind hier die ganzen Apps gespeichert, die installiert sind. Zum Beispiel Need for Speed Undercover war schon vorinstalliert, gleich wie Tetris. Und da hat doch ein Spiel trotzdem schon 343 MB, was relativ viel ist. Okay. Das Spiel wurde schon heruntergeladen und ich kann das dann jetzt einfach hier zum Beispiel über einen Punkt wie zum Beispiel Facebook für BlackBerry delete, also löschen, und dann wird das Programm schon deinstalliert. Sehr nett ist, dass es auch verschiedene Kategorien gibt. Hier zum Beispiel Navigation. Leider gibt es da dann halt nicht so viel Auswahl. Ihr seht hier, es sind gerade mal 10 Apps gespeichert, aber das ist erst der Anfang und ich bin mir sicher, die Plattform hat noch sehr viel Potenzial und dieses Potenzial wird auch genutzt. Von den vorinstallierten Apps, wir haben hier vorinstalliert, die ganze Ansicht, Videochat, das funktioniert allerdings nur zwischen BlackBerry Playbook und BlackBerry Playbook. Dann haben wir den Browser, die Bildergalerie, Musikplayer, Kamera, natürlich die App World, Videos, einen Music Store, den wir kurz anschauen möchten. Okay, geht jetzt nicht. Podcasts sowie ein YouTube-App, was allerdings nicht sehr schön aussieht bzw. keine besonderen Features hat. Dann Kobo Books, deinen Taschenrechner, Uhr. Das heißt, hier ist auch dann Stoppuhr, Timer und natürlich die normale Uhr. Weiteres gibt es ein Wetter Widget, was dann so aussieht. Da kann man schon die Wettervorhersage anschauen. Außerdem Hilfe, Bing Maps, also
alternativ zu Google Maps. Hier wird es jetzt zwar kein GPS finden, aber man kann sich hier ganz einfach eine Route aussuchen. Und ja, das war's. Weiteres dabei: Slacker Radio ist ein Internetradio. Slideshow to go ist einfach ein PowerPoint Präsentationstool. Sheet2Go, ein Excel-Tool, und Word2Go, ein normales Word-Dokument-Tool. Den Adobe Reader, Voice Notes, hier haben wir einfach noch ein paar Verknüpfungen zu zum Beispiel Gmail, Twitter. Allerdings wirklich nur Verknüpfungen für das Internet, denn gibt zum Beispiel noch kein E-Mail-App, denn das wird erst in hoffentlich naher Zukunft nachinstalliert durch ein Update. Schauen wir uns jetzt am besten einmal eins dieser Apps an, Word2Go zum Beispiel. Hier können wir ein neues Dokument erstellen und schon ist es hier. Ich kann dann ganz einfach bearbeiten. Ihr seht hier die Tastatur. Funktioniert ganz gut. Und das Tablet reagiert generell auch gut. Ich kann hier natürlich auch zoomen, Funktionen einfügen, hier das andere Ziffernblatt verwenden. Und im Prinzip so wie auch auf dem iPad oder auf einem anderen Honeycomb-Tablet. Das gleiche natürlich auch bei Word2Go. Hier kann ich auch ein neues Dokument erstellen und ich kann schon schreiben. So, jetzt haben wir inzwischen schon einige Apps laufen, wie ihr seht. Und das wird dann in Zukunft noch ein bisschen mehr. Das lassen wir jetzt mal ansammeln. Ihr seht aber, an der Geschwindigkeit hat sich noch nichts geändert, was ja richtig gut ist. Als nächstes schauen wir uns einen sehr interessanten Bereich an, Media. BlackBerry ist ja bisher eigentlich eher so das Businessgerät gewesen, doch das Playbook ist ein totales Multimedia-Gerät, wie ich herausgefunden habe. Hier haben wir zum Beispiel die Bildergalerie, ordentlich sortiert nach eigenen Bildern, die gemacht worden sind, allen Bildern und natürlich Bildern, die heruntergeladen wurden. Und wir sehen uns jetzt einfach mal ein paar Bilder an. Ganz einfach, wie immer, die Optionen, die Einstellungen gibt es hier oben. Hier kann ich das Bild zum Beispiel als Hintergrund wählen oder direkt die Kamera öffnen oder auch ein Bild löschen. Hier können wir dann auch zoomen und als netter Effekt schwenkt das Bild einfach rüber. Das sieht dann ganz gut aus. Allerdings zoomt es dafür nicht immer. Aber ihr seht hier, wenn es dann zoomt, geht es ganz schnell. Seht auch die Farben vom Display, die sind wirklich gut. Das Display ist auch sehr, sehr gut. Es ist auch das erste Display, das man direkt in der Sonne verwenden kann, ohne dass es jetzt ein spezielles Pixel QI Display ist, was mich sehr überrascht hat. Und ich habe hier sogar einen kompletten Blog-Eintrag von tabdeck.de auf diesem Tablet verfasst und das in der Sonne. Und das ist etwas, was man eigentlich bisher vermisst hat. Ein wirkliches Arbeitsgerät, das man innen und außen verwenden kann. Hier sind einige Bilder, die mit dem Tablet gemacht wurden, beziehungsweise Screenshots. Und das war's von der Bildergalerie. Danach das Video-App, ist natürlich ähnlich aufgebaut. Hier haben wir alle Videos
die auf das Tablet gespeichert wurden, vom Computer zum Beispiel oder direkt vom Internet, und natürlich die eigens aufgenommenen Videos von oben nach unten. Hier wieder die Einstellungen über Edit, das heißt, hier könnte ich zum Beispiel ein Bild löschen bzw. direkt zur Kamera wechseln, was wir jetzt auch machen möchten. Und schon haben wir hier das Kamera-App, wie ihr seht. Hier können wir auf die vordere Kamera wechseln, beziehungsweise auch noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten auswählen. Wieder von oben nach unten. 1080p, wie ihr seht, auf der vorderen Kamera. Hier gibt es auch noch den Sportmodus und Whiteboard. Dadurch wird einfach das Bild etwas heller. Und das gleiche gibt es dann bei den Bildern. Hier kann ich zu den Bildern wechseln, beziehungsweise Stabilisator an, aus. Was für ein Format habe ich oder möchte ich haben. Und ihr seht, es läuft alles schön. Als nächstes haben wir noch den Music Player. Eigentlich leider etwas zu einfach aufgebaut, meines Geschmacks nach. Hier haben wir die ganzen Musikstücke, die drauf gespeichert sind. Nur jetzt die Soundqualität beeindruckend. Das ist ein Sound, den man wirklich mit Genuss hören kann. Also hier ist die Soundqualität wirklich sehr, sehr gut. Und passend zu der guten Soundqualität ist es auch schön, dass es einen Hersteller gibt, der auch einige Videoformate unterstützt. Und zwar haben wir hier zum Beispiel ein AVI-Video gespeichert und das in 1080p. Und das möchten wir jetzt wiedergeben. Ihr seht hier, das ist ruckelfrei, leider ist hier kein Video, also zumindest kein Sound. Es ist wirklich beeindruckend. Vor allem, das Video wurde nicht konvertiert, direkt einfach nur vom Computer auf das Tablet gespeichert und im AVI-Format wiedergegeben. Was leider nicht wiedergegeben wird, sind MKV-Dateien. Hier muss man das Video vorher formatieren. So, und jetzt haben wir ja schon einige Programme laufen. Und jetzt zeige ich euch das Switchen. Einfach vom Rahmen in das Programm. Und ihr seht hier, es laufen noch alle Programme. Das kann man dann allerdings ganz einfach schließen, wenn ich jetzt zum Beispiel Vertigo nicht mehr brauche, Fotos, Bing Maps, und schon sind es ein paar weniger. Also ganz einfach zu bedienen. Als nächstes haben wir hier noch den Browser, eines der wichtigsten Programme. Und dieser ist gleich wie das Tablet selbst sehr schnell, vor allem im Vergleich zu anderen Tablets. Werden auch Flash-Videos, das kann ich euch gleich zeigen, in 720p wiedergeben, beziehungsweise sehen wir hier, ob es auch 1080p Videos wiedergeben kann
Dazu stellen wir aber erstmals den YouTube-Browser auf Normal ein. Mal schauen, ob das auch geht. Das Video habe ich gerade erst hochgeladen. Hallo, hier ist wieder Christoph von TabTech.de. Diesmal mit dem Samsung Galaxy Tab 10. Wir haben hier nämlich eine relativ schlechte Internetverbindung, aber dass ihr sehen könnt, hier 1080p. Video auf in Full HD. Also hier 1080p Flash-Wiedergabe. Allerdings wirklich beeindruckend. Also wenn man hier noch eine bisschen bessere Internetverbindung hat, ist das wirklich perfekt. Ansonsten, die Seiten starten auch sehr, sehr schnell. Okay, hier hat das schon geladen gehabt. Die Seite ist noch nicht ganz fertig, kann aber schon mal scrollen. Wie ihr seht, es gibt kein Ruckeln, auch das Zoomen geht sehr schnell. Und genauso sollte das Internetsurfen auf einem Tablet sein. Die Geschwindigkeit ist hier wirklich beeindruckend. Das Zoomen und das Ansehen. Hier kennt man normal das Problem von den Android-Browsern, wo Flash integriert ist, dass Videos bzw. der Text immer nachgeladen werden muss. Das ist hier nicht der Fall. Allerdings braucht es ein bisschen, bis das Flash-Video hier angezeigt wird. Aber das passiert dann auch. Hier haben wir schon eines. Und natürlich auch die Galerie. Vom Browser her, hier haben wir wieder die Einstellungen. Hier kann ich neue Tabs hinzufügen. Zum Beispiel einfach Google-Suche. Dann passiert hier leider öfter mal, dass hier die Verbindung verloren geht. Hier kann ich auch zu den Downloads wechseln, beziehungsweise auf den Vollbildmodus. Und natürlich hier ganz einfach zwischen den Apps wechseln, beziehungsweise von den Seiten her zurückgehen. Und das funktioniert nicht immer, wie ihr seht, aber doch meistens. Okay, das war's dann jetzt vom Browser. Also ihr seht, sogar 1080p Videowiedergabe bei Flash-Videos im Browser, und das bei einem Gerät, das eigentlich jetzt einen Monat auf dem Markt ist. Hier könnte sich Apple und Android noch etwas davon abschneiden bzw. abschauen. Gut, dann haben wir natürlich auch noch ein Game, was ich euch zeigen möchte. Das ist Need for Speed Undercover. Wie hier die Performance ist. Ihr seht, wir haben noch immer ein paar Apps offen. Und trotzdem funktioniert das so, als wäre nur eine App installiert. Thank you.
Wir sehen hier die Details, sieht ganz gut aus. Also ihr seht hier auch die Gaming-Performance ist gegeben und auch für die Zukunft sicher genug Performance, um hier gute Spiele zu programmieren und hier auf dem Tablet wiederzugeben. Okay, soweit haben wir hier alles von dem Tablet genau angesehen. Was jetzt noch wichtig ist, beziehungsweise was wir noch ansehen möchten, ist, wie wir das Tablet an den Fernseher anschließen. So, hier haben wir wieder das BlackBerry Playbook und jetzt möchten wir das über den Micro-HDMI-Anschluss an den Fernseher anschließen. Wir haben hier vorhin schon bei den Einstellungen gesehen. Hier haben wir die Möglichkeit für den Fernseher die Einstellungen vorzunehmen. Das habe ich schon gemacht und jetzt möchten wir hier einfach das Tablet anschließen. Und dann sollte der Fernseher das auch gleich erkennen. Und voilà, hier haben wir es schon. Hier sehen wir auch gut am Tablet, dass das erkannt wird. 1920x1080p. Und hier kann ich auch einstellen, möchte ich, dass nur 1024x600 Pixel wiedergegeben werden, beziehungsweise Stretch, Zoom oder Füllen. Also hier gibt es einige Auswahlmöglichkeiten beim BlackBerry Tablet. Und ihr seht auch hier die Performance. Sieht ganz gut aus. Wir möchten hier auch wieder das 1080p Video wiedergeben. Und das ist jetzt wirklich jetzt Full HD. Vielleicht auch noch ein Video mit Sound. Das Demo-Video vom Playbook. So hier eine beeindruckende Qualität. Natürlich funktioniert das dann auch mit der Musik, die man einfach wiedergeben kann. Hier haben wir auch dann noch einen Play and Plus Button für die Musik. Natürlich kann man dann hier auch noch Games weiterspielen. Seht ihr, die Qualität ist wirklich gut. Okay, das war's jetzt mit dem Test. Ich sage auf jeden Fall schon einmal danke fürs Zusehen. Vielleicht noch zum Schluss als Fazit. Das Tablet, das Playbook ist ein sehr gelungenes Tablet. An der Software sollte noch etwas gearbeitet werden, beziehungsweise möglichst schnell der Android Player rausgegeben werden, dass es mehr Apps für das Tablet gibt. Denn dann ist es auch wirklich ein Multimedia und ein Office Tablet. Und nicht zu vergessen das E-Mail App, denn das gibt es auch noch nicht. Den ganzen Testbericht findet ihr wie immer auf tabtech.de mit vielen Videos und auch Bildern.
Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.